Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ja, hier die Kelly, die Human Kelly. Mich gerade darauf hingewiesen, dass Jacob etwas von mir möchte. Gut, gehen wir mal hier rein und reden wir mit dem Kerl. So, was möchten Sie? Commander, tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache, wird aber meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Okay, jetzt haben wir hier Nachricht bei Chambers. Das erste, zwei, beschäftigt sie etwas und drei, ich sage, was persönlich ist. Nehmen wir das oberste. Der U-Man sagte, Sie wollten mich sprechen. Worum geht es, Jacob? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Okay, was ist los? Ich höre zu. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback. Das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Okay, dann hätte ich jetzt zur Auswahl, wollen Sie ihn nicht finden. Und die Mitte wäre hier, aber Sie wollen nachsehen. Ich nehme mal das oberste. Ich hatte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Okay. Hätte ich jetzt hier zur Auswahl untersuchen, was ich gleich nehmen werde. Sehen wir es uns an. Stellen wir es erstmal zurück. Das kommt nicht in Frage. So, untersuchen, mögliche Cerberus-Verbindung. Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie... Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Wer weiß das bei solchen Typen schon? Ja, das weiß man nie so genau. Okay, wie waren die Beziehungen zusammen, Vater? Kamen Sie nicht gut mit Ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. Okay, untersuchen, Schiff und Mission. Erzählen Sie mir von der Hugo Gernsback und ihrer Aufgabe. Fregatte in Privatbesitz. Als sie verschwand, habe ich mir die Missionspapiere angesehen. Nichts Besonderes. Typische Operation, Forschung und Abbau. Man findet einen unerforschten Planeten, steckt einen Claim ab und baut dann schnellstmöglich so viel Präsenz wie möglich auf, um die Konkurrenz auszuschalten. Okay, sehen wir es uns an. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Gut, nach Aiea fliegen. Fliegen Sie nach Aiea im System Alpha Draconis. Schaltet Vorbild Dialogoption frei. Nicht schlecht. Okay, das ist wieder die EDI. Ich soll ja generell mal auch mit anderen reden. Da gehe ich auch gleich mal zum Doktor. Jetzt hat er ja auch was Neues. Halt, Moment, ist der falsche Raum. Hier. Jetzt gehen wir mal zum Docken, dann gehe ich auch noch zu den anderen. Oh, Mordin, was hast du für ein Problem? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte über Sie reden. Ich will über Sie reden, sorry. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, wäre mir sogar ganz angenehm. Haben ja schon über Arbeit gesprochen. Zeit bei der Special Task Group.
Studien über die Genophage. War nicht ganz offen. Lüge durch Verschweigen und anderes. Muss das korrigieren. Mission zu wichtig, um Geheimnisse zu wahren. Die Arbeit an der Genophage beschränkte sich nicht nur auf Studien. Okay, was haben Sie getan? Ist die Mitte? Und das untere, das hatte ich vermutet. Ich nehme mal die Mitte. Was hat die Special Task Group mit der Kroganer Genophage angestellt? Zuerst untersucht, wie gesagt, aber dann überraschende Daten entdeckt. Kroganer Population stieg schneller an als erwartet. Kroganer passten sich der Genophage an, überwanden die Krankheit. Cool. Das heißt, sie haben sich im Laufe der Evolution angepasst. Das ist ja mal interessant. Wie ist es geschehen? Haben die Kroganer sich weiterentwickelt oder haben ihre Wissenschaftler ein Heilmittel entdeckt? Kroganische Wissenschaftler? Hab noch nie einen getroffen, der die Bezeichnung verdient hätte. Nein, natürliche Evolution. Physiologie der Kroganer extrem zäh. Organredundanz, Backup-Systeme, Zellenregeneration. Genophage wie jede andere natürliche Bedrohung. Kroganer haben sie durch Evolution überwunden. Ja, aber warum gab es dann nach wie vor diese Geburtenkontrolle? Wie ist es geschehen? Haben die Kroganer sich weiterentwickelt oder haben ihre Wissenschaftler ein Heilmittel entdeckt? Kroganische Wissenschaftler? Ach so, das hatte ich jetzt gerade schon mal ausgewählt, sorry. Verdient hätte. Nein, natürliche Evolution. So. Physiologie der Kroganer. Genophage wie jede andere natürliche Bedrohung. Okay. Kroganer haben sie durch Evolution überwunden. Okay, war womöglich keine Anpassung? Nee, das klingt etwas abwertend, das werde ich nicht nehmen. Das sind gute Nachrichten. Die Genophage war ein schrecklicher Fehler. Sie hätte die Kroganer und ihre Kultur beinahe ausgelöscht. Jetzt haben sie eine Chance, sich davon zu erholen. Naive Ansicht. Kroganer zu gefährlich, um ihnen unkontrollierte Geburtenrate zuzugestehen. Siehe kroganische Rebellionen. Habe persönlich ein Team von Wissenschaftlern geleitet. Genetiker, Chemiker, Soziologen, Mathematiker. Erstellten neue Version der Genophage. Haben sie über Gebieten mit hoher Kroganer-Konzentration auf Tuchanka freigesetzt. Die Kroganer-Population wieder stabilisiert. Was? Das heißt, das war eine Genophage 1.1 oder gar 2.0? Okay, war das die beste Lösung? Haben Sie nie andere Optionen erwogen? Hunderte, Tausende. Modifizierte Genophage hatte die besten Erfolgschancen. Population wurde stabilisiert. Bekannt werden hätte Zorn der Kroganer anheizen können. Möglicher Genozid oder vernichtender Krieg wurde verhindert. Beste Lösung für gesamte Galaxie, einschließlich Kroganer. Boah, warum keine endgültige Lösung? Das klingt jetzt so böse, aber ich frag mal nach. Wenn die Kroganer so gefährlich sind, warum haben Sie sie dann nicht gleich sterilisiert? Bin kein Kriegsverbrecher, kein Mörder. Genozid nicht nötig. Kroganer sind gewalttätig und aggressiv, aber es gibt Ausnahmen, müssen bewahrt werden. Die Modifikation der Genophage schützte die Galaxie und gab den Kroganern die Chance zu überleben. Alle gewinnen. Gut für uns, gut für sie. Okay. Sie haben falsch gehandelt. Das ist das Oberste. Danke für die Mitteilung, ist die Mitte. Und unten, Sie haben das Richtige getan. Das ist jetzt die schwere Entscheidung. Was kann ich hier noch untersuchen? Verteilung des Virus. Ah, nehmen wir das mal erst. Wie haben Sie die modifizierte Genophage verteilt? Geheimaktionen. Krankenhäuser, Clanzentren, Wasserversorgung. Sehr schwierig. Gibt nicht viele Salarianer auf Tuchanka. Team wurde einige Male gefasst. Musste sich freikämpfen. War chaotisch. Besser, wenn alles klappte wie geplant. Okay, untersuchen. Effekte der Modifizierung. Wie hat Ihre Modifikation der Genophage funktioniert? Die Evolution der Kroganer führte an den Angriffspunkten der Genophage zur Ausbildung von genetischem Code, der die Krankheit schwächte. Die Modifikation sorgt dafür, dass dieser Code woanders benutzt wird und die Krankheit wieder wirken kann. Funktioniert einwandfrei. Okay, das ist echt heftigste Sache. Das ist echt heftigste Sache. So, jetzt könnte ich Ihnen niedermachen, Sie haben falsch gehandelt. Dann Mitte, danke für die Mitteilung. Und Sie haben das Richtige getan. Ich weiß nicht. Ich will ja einerseits nicht unbedingt Partei ergreifen für die Kroganer. Andererseits, ich mag die halt. Ich mag ja auch meinen Grunt. Und ich mochte ja auch aus dem ersten Teil den Rex, den Woodnot Rex. Den mochte ich ja auch ganz gerne. Ich nehme mal das obere. Die Genophage war ein Fehler und fast ein Kriegsverbrechen. Sie ein zweites Mal zu erstellen war unverzeihlich. Wenn Sie mich nicht im Team wollen, nehmen Sie mich nicht mit.
kann hierbleiben und Forschung über die Kollektoren betreiben. Aber ich entschuldige mich nicht. Habe das Richtige getan. Hoffe, das werden Sie auch tun, falls es nötig wird. Sollte zurück an die Arbeit, können später weiterreden, wenn die nächste Gewebesynthese durchgeführt wird. Das dauert eine Weile. So ein Sack. Sorry, ich habe jetzt doch das Oberste genommen. Okay, was ist denn das hier für ein Loch? Sieht ja aus irgendwie wie so eine Geheimluftschleuse. Kann man die Leute dann entsorgen? Ich würde mal sagen, das geht dann höchstens eine Etage tiefer. Keep this area clean. Achso, da darfst du nichts liegen lassen, sonst geht's dann auch auf den Dötz. Dann fliegen dann auch die Schraubenschlüssel durch die Gegend, so wie im Millennium Falken dann. Okay. Gehen wir mal eine Etage nach unten. Miranda möchte Sie sehen, Commander. Oh, die gute Miranda. Ja, dann gehen wir doch mal zu Miranda. So, wo war denn das? Miranda Lawson, genau. Hauptgefechtsstand, Beobachtungsdeck. Ich gehe mal zum Hauptgefechtsstand auch dann mal hin. Aber erstmal zu Miranda. So, da sind wir auch schon angekommen. Okay. Wo war der Hauptgefechtsstand? Das sind die Crew-Quartiere, die spielen da wahrscheinlich wieder Karten oder was anderes. Oder gucken sich Babyfotos an, wenn sie gerade nichts zu tun haben. Rupert! An dem Essen heute Abend ist irgendwas anders. Ich tippe auf mehr Lebensmittel und weniger schlechte Laune. Ja, ja. Reden Sie nur. Was sind jetzt für Probleme? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Brauchen Sie was? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Unbedingt. Seit Sie meine Küche mit anständigen Vorräten versorgt haben, nochmals vielen Dank. Okay, also das ist alles in Ordnung. Auf Wiedersehen. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. So, oder von Hauptgefechtsstand. Gehen wir erstmal zum Gauss. So, mal gucken, was er zu sagen hat. Shepard, brauchen Sie was? Ja, ich möchte nur reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Okay, wir gehören nicht zu ihnen. Das ist das Oberste. In der Mitte steht hier, sind Sie damit einverstanden? Und das Unterste, gut, dass Sie gerne hier sind. Ich nehme das Oberste. Wir haben uns Cerberus nicht angeschlossen. Sie finanzieren unsere Mission, das ist alles. Ganz ruhig, Shepard. War nur so dahingeredet. Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Okay, weil Sie sind... Okay, was hätte ich denn hier noch zur Auswahl? Teamaktivität, Chaos, Vergangenheit, Teamzusammensetzung. Fragen wir mal nach. Teamaktivitäten. Was hat Ihre Söldnertruppe gemacht? Es klang nicht so, als könnte man Sie anheuern. Sie haben Omega doch gesehen. Voller Krimineller, die auf die Hilflosen einprügeln. Ich habe mein Team gebildet, um zurückzuschlagen. Wir waren keine Söldner. Zumindest hat uns niemand bezahlt. Wir haben Geld gemacht, indem wir Sklavenhändler, Piraten oder Gangs, die zu weit gegangen sind, aus dem Spiel genommen haben. Okay. Dadurch ist... Ja, da steht jetzt die Frage, Sie waren ein Verbrecher? Nee, das ist er im Endeffekt nicht. Weil er hat ja nur das Böse bekämpft. Er hat sie halt, wenn es heißt, aus dem Spiel genommen, wahrscheinlich umgebracht. Was auch nicht immer die beste Methode ist. Tja, fahren halt mal nach, Sie waren ein Verbrecher. Das klingt, als wären Sie auch nur eine weitere Gang gewesen. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Wir haben niemanden erpresst, keine zivilen Opfer. Das war unsere Regel. Jedes Mitglied meines Teams hatte jemanden durch die Gangs auf Omega verloren. Es ging uns nicht darum, reich zu werden. Wir wollten erreichen, dass diese Schweine es sich zweimal überlegen, bevor sie jemanden auf offener Straße umlegen. Okay, haben die Gangs sie gehasst? Dann kam es mit den Gangs wohl eher selten zu tieferen Freundschaften. Drei Söldnergruppen haben sich zusammengetan, um mich zur Strecke zu bringen. Mein Vorgesetzter bei C-Sicherheit wäre bestimmt beeindruckt. Es war ganz einfach. Wir haben ihre Lieferungen überfallen und alle Aktivitäten gestört. Sie empfindlich getroffen, damit sie richtig wütend wurden. Dann griffen sie an und stürmten direkt in unsere gut vorbereitete Todeszone.
Kreuzfeuer und Scharfschützen, chirurgisch sauber. Sie hatten nicht den Hauch einer Chance. Eiskalte Perfektion. So, was gibt's hier noch? Garus Vergangenheit. Wie kamen Sie dazu, Söldner hier auf Omega zu bekämpfen? Nach der Zerstörung der Normandy gingen die meisten von uns getrennte Wege. C-Sicherheit wollte mich zurück, aber ich habe abgelehnt. Auf Omega gab es jede Menge Kriminelle, mit denen niemand fertig wurde. Und keine Regeln, die mich bremsen konnten. Es war einfach perfekt. Die Leute hier brauchten jemanden, an den sie glauben konnten. Jemanden, der den Verbrechern die Stirn bot. Ja, wie kam es zu Ihrer Gruppe? Das erklärt, wie es angefangen hat. Aber wie kamen Sie zu einer eigenen Truppe? Ungefähr so, wie Sie Ihre Truppe für den Kampf gegen Saren formiert haben. Man beweist, dass man was auf dem Kasten hat. Dann kommen die Leute von selbst. Söldner, die bereuen. Sicherheitsberater, die es satt haben, die Regeln zu befolgen. Ich habe ihnen Hoffnung gegeben. Und jetzt sind sie tot. Ich hab's ja so drauf. Was? Was geht denn ab? Ich hab's ja so drauf, ey. Das gefällt. Das gefällt. So, Teamzusammensetzung. Erzählen Sie mir von Ihrer Einheit. Wir waren zu 12. Mich eingeschlossen. Ex-Militär, Ex-C-Sicherheit, das Übliche. Ein Salarianer war unser Sprengexperte. Ich wette, dass er mal bei der Special Task Group war. Mein Tech-Experte war ein Batarianer, ob Sie es glauben oder nicht. Nicht gerade ein freundlicher Kerl. Aber er konnte jedes System hacken, das je gebaut wurde. Okay. So, da gibt's nichts mehr. Was ist Ihnen zugestoßen? Wie konnten diese Söldner ihr Team ausschalten? Es war meine eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten. Ein Turianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meine Einheit angegriffen haben. Und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot. Wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Okay. Die Kurzfassung bitte. Das Oberste, vielleicht war er ein Opfer. Tja, was kann ich jetzt da nehmen? Haben Sie ihn gefunden? Vielleicht war er ein Opfer. Kurzfassung bitte. Nehmen wir das Rechte. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiter jagen. Ich habe mein ganzes Team verloren, außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen. Okay, wieder zwei Vorbildpunkte bekommen. Wie es aussieht, sind meine Narben verheilt. Was schön ist. Aber sind das wieder die Edi? Der will ich jetzt aber nicht quatschen, das ist Käse. So, und jetzt gehen wir mal zu Miranda. Der heißen Braut. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Okay, natürlich. Und was ist denn? Nehmen wir das Obere. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Mein Vater war sehr wohlhabend. Er wollte die perfekte Tochter und hat viel Geld dafür ausgegeben, mich genetisch quasi maßzuschneidern. Als ich erfuhr, dass mein Vater mehr an der Kontrolle einer Dynastie interessiert war, als am Großziehen einer Tochter, bin ich gegangen. Okay, wie hat er reagiert? Wie hat Ihr Vater das aufgenommen? Er war alles andere als erfreut. Mehrere seiner Sicherheitswachen wurden dabei verletzt. Er ist klug genug, mir nicht nachzustellen. Aber hier geht es nicht um mich. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Okay. Jetzt nicht mehr, ist das Oberste. Und warum erzählen Sie mir das? Es ist offensichtlich. Sie brauchen meine Hilfe, dass die gerettet wird. Jetzt nicht mehr. Sie glauben also, dass Ihr Vater Sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran.
Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Okay, und der Sohn? Oh Mann, was für ein Anblick. Okay, gib mir mal Hintergrundinfos zu Mirandas Schwester, bitte. Was wissen Sie über Ihre Schwester? Sie ist mein genetischer Zwilling. Wir sind identisch. Aber sie verdient ein normales Leben. Und das wird sie auch bekommen, koste es, was es wolle. Okay, untersuchen. Umsiedlung. Weiß die Familie Ihrer Schwester davon? Ist sie mit der Umsiedlung einverstanden? Sie wissen nichts. Sie haben mit all dem nichts zu tun. Sind völlig normal. Ich habe Cerberus informiert und sie werden eine einleuchtende Begründung für die Umsiedlung finden. Okay, ich kann helfen. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Okay, mit Lanteia reden. Fliegen Sie nach Ilium im Tassale-System. Im Halbmondnebel, so schnell konnte ich es jetzt gar nicht fertig lesen. Okay, ich werde dir helfen, Miranda. Ich werde jedem helfen, der meine Hilfe mag. So, jetzt gehen wir noch eins tiefer. Jetzt gehen wir mal runter zu Jack. Weil ich kann die mich auch gebrauchen. Vorausgesetzt, ich finde die jetzt da unten in dem ganzen Geraffel. So, da ist, hier. Da muss ich runtergehen. Das kann ja jetzt was werden. Oh, Jack, wo bist du? Ah, da sitzt so ein Schmold. Ey, die hat Datenpads. Achso, ja, das sind die Infos, was wir über sie gesammelt hatten. Gibt's hier sonst noch irgendwo was? Hey. Ich will reden. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Ich bin froh, dass Sie helfen. Wenn es Ihnen hilft, bin ich auch zufrieden. Machen Sie hier nicht auf Kumpel. Sie brauchen mich, damit ich für Sie töte. Ich brauche Sie wegen der Dateien. Belassen wir es dabei. Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Okay, untersuchen. Antworten finden. Und wenn die Antworten nicht so ausfallen wie erwartet? Ich suche nicht nach Antworten. Ich suche nach Namen, Daten, Orten. Okay. Das hört sich an wie so eine Art Amnesie. Nächster Schritt. Was geschieht, wenn Sie finden, wonach Sie suchen? Ich gehe auf die Jagd. Alle, die das mit mir gemacht haben, werden bezahlen. Ihre Partner werden bezahlen. Ihre Freunde werden bezahlen. Wenn ich fertig bin, ist in der Galaxie wieder viel mehr Platz. Okay, das werde ich weiterhin zulassen. Weil ich nicht weiß, um was es da geht. Und ich mische mich da, denke ich, erstmal auch nicht ein. So, erzählen Sie mir von Cerberus. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Okay, Sie klingen aufgeregt. Oder wollen Sie besseres Quartier? Nimm mal unten das linke. Sie denken viel darüber nach, stimmt's? Ich schlafe damit ein. Ich wache damit auf. Bei jedem, den ich töte, stelle ich mir vor, dass er zu denen gehört, die mir das angetan haben. Okay, jetzt nehmen wir mal das oben rechts. Wollen Sie besseres Quartier? Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen. Okay, das ist ja wieder mal ein bisschen verwerflich für meinen Geschmack. Aber ich lehne erstmal ab. Meine Mission ist zu wichtig. Wir müssen die Kollektoren aufhalten. Ich habe keine Zeit für das Piratengeschäft. Wenn es vorbei ist, sind wir entweder tot oder hier draußen im All. Mit diesem Schiff. Bedenken Sie nur, jede Menge Credits. Die Freiheit, überall hinzugehen. Und so viel Chaos und Kämpfe, wie ich haben will. Okay, töten macht Ihnen Spaß. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach. Oh Mann. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen.
Okay. Oh, trotzdem 6 Vorbildpunkte gekriegt. Ja. Dann war es doch nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. So, jetzt rede ich noch mit Grant. Nochmal. Ah, da sind wieder die anderen zwei, da. Wo ist denn der jetzt nochmal so, gewesen? Kenneth, wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Was? Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und oberhalb der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Oh, ich wollte natürlich sagen, ich muss mal zu ihr runtergehen und sie an Bord willkommen heißen. Und sie ist eine Killerin. Ihre biotischen Kräfte können sie mit einem Augenzwinkern zerquetschen. Sie hasst alle bei Cerberus. Verdammt nochmal, verarschen Sie mich nicht ständig. Das tut sie nicht. Ja, das tut sie aber nicht. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ober. Ach, da geradeaus, genau. Port Cargo. So, reden wir mal mit dir, Grant. Shepard? Ich will über Sie reden. Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einleben. Die Stellung ist zu offen. Nicht genug Deckung, zu wenig Panzerung. Warlord Grant würde zuerst die schwere Fracht zerstören und sich dann auf die Triebwerke konzentrieren. Jedenfalls stellen die Bilder aus dem Tank die Schiffe der Menschen so dar. Das war im Tank mein Lernprozess. Alte Bilder statt Erinnerungen. Als würde man einem Kind ein Buch zeigen. Merkt ihr das? Ein Bild nach dem anderen. Aber keine Hilfe, wie man daraus etwas zieht, was einen weiterbringt. Okay. Andere Eindrücke von Menschen? Was für andere Informationen über Menschen schwimmen da noch so herum? Weniger als einen Finger tief kann man die Wirbelsäule spalten. Sie sind weich. Solarianer, Asari, alle weich. Quarianer weniger. Bei Turianern muss man zur Klinge greifen, vermute ich. Sinn sehe ich in all dem jedoch nicht. Aber man kann dann reinsehen. Ach, vergessen Sie's. Oh, der ist ja eklig. Okay, was haben wir hier? Andere Eindrücke von Menschen? Das hatte ich ja gerade ausgewählt. Sie haben keine Reaktion. Anleitung durch Okir. Ich nehme mal das obere. Irgendetwas muss sie antreiben. Genetisch betrachtet kann man nicht mehr Kroganer sein als sie. Ich sehe Leid. Die Toten. Und mein Gedanke ist schwach. Ich soll stark sein. Ich entstamme Tausenden, die würdiger waren. Die Toten waren schwach. Wären sie stark gewesen, würde man mich nicht brauchen. Ich weiß nicht, warum Okir mir beibringen wollte. Als er den Tank zum ersten Mal eingeschaltet hat, habe ich geschrien. Schwach und erbärmlich. Okay. Sie wurden trotzdem stark. Sie haben also klein angefangen. Aber dadurch sind sie geworden, was sie jetzt sind. Nicht viele bekommen so eine Chance. Ich wurde stark gemacht, habe es mir aber nicht verdient. Ich bin einfach nur. Die Toten waren stark genug, es zu versuchen, auch wenn sie verloren haben. Der perfekte Kroganer, ohne Wissen, wie ich dazu wurde. Darin liegt keine Stärke. Ich werde mir genau ansehen, was den Kroganern widerfahren ist. Und einen Grund finden, damit es mich etwas angeht. Okay. Das Gespräch ist jetzt auch beendet und auch wieder 4 Vorbildpunkte gekriegt. Ja, dann fahren wir mal wieder ganz rauf. Oder ne, gehen wir wieder in die Kids. So, gehen wir in die Kids. Und dann suchen wir mal das nächste Ziel aus.